Hallo und herzlich willkommen zu Barbecue Schwabe. Heute machen wir diese Pesto-Schnecken und wie du das Ganze nachmachen kannst, zeige ich dir jetzt. Für dieses Rezept brauchen wir einen fertigen Hefeteig. Ich hatte den noch übrig von meinem Pizzarezept. Dann geröstete Pinienkerne und Cashews. Basilikumblätter. Gehobelten oder geriebenen Parmesan oder Pecorino, Olivenöl, zum Bestreichen habe ich da noch ein bisschen Ei, das brauchen wir aber erst später. Ich fange jetzt erstmal mit dem Pesto an. Zuerst gebe ich die Kerne und die Nüsse in den Mörser und fange an, die klein zu stampfen. Anschließend gebe ich die Basilikumblätter dazu. Ganz am Ende den geriebenen Parmesan. Das Ganze nur noch einmal quasi ein bisschen durchmischen. Und dann bei dem Öl, da würde ich immer das nach und nach dazugeben, dass man nicht zu viel hat und das Ganze zu flüssig wird. Zum Schluss kommt noch ein bisschen Salz und Pfeffer rein. So sieht das Ganze aus. Und ich würde darauf achten, dass die Konsistenz ungefähr so ist, dass es zerfließt, aber dass es langsam zerfließt. Den Teig in einer Art Rechteck ausrollen. Wenn der Teig ausgerollt ist, das Pesto verteilen auf der Fläche. Wenn man das alles gut verteilt hat, anfangen einzurollen. Schauen, dass man es straff einrollt, dass es nachher nicht auseinanderfällt. Ich drücke die erste Schicht hier an und gucke, dass ich das dann schön gleichmäßig mit ein bisschen Zug einrollen kann. Das immer so leicht nach hinten ziehen, dass da eine leichte Spannung drauf ist. Jetzt mache ich hier auf das Ende ein bisschen Ei, um das zusammenzukleben. Dann drücke ich das Ganze nochmal an und roll es nochmal. Dann nehme ich mir ein scharfes Messer, schneide hier erstmal das Ende weg und schneide mir hier so 2-3 cm große Stücke raus. Das Ganze kommt dann auf ein Blech mit Backpapier. Ich stelle die hier so hochkant auf und dann drücke ich die mit der flachen Hand nieder. Ganz zum Schluss bestreiche ich die Oberfläche mit Ei. So kommt das Ganze jetzt bei 180 Grad in den Pelletgrill. Nach 20 Minuten bei 180 Grad sehen die Pesto-Schnecken so aus. Vielen Dank fürs Zuschauen, viel Spaß beim Nachmachen, abonniere den Kanal, bis zum nächsten Mal.